Und damit ist eine kleine Bitte verbunden. Ich bräuchte nämlich zumindest den Rolfsatz hier vorne und der Wintertisch. Das ist wunderbar. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Eröffnung der Ausstellung Die Sammlung unter Sachs von Max Ernst bis Andy Warhol. Berührend verboten. Mit diesem Motto möchte ich, meine Damen und Herren, meine kurze Begrüßung hier überschreiben. Ihnen werden ein gedeckter, wenn auch schon etwas nachfeierlich wirkender Tisch begegnen. Eine ganze Schafherde wird Ihnen über den Weg laufen und fast am Ende der Ausstellung ein schier überwältigender Pilot, so der Titel von Uwe Lausen. Berührend verboten, auch wenn aus all diesen Objekten die Faszination spricht, die Gunter Sachs für seine Sammlung empfunden haben muss. Und wir haben die letzten Tage, während all diese wunderbaren Objekte hier ins Haus gekommen sind, uns permanent auf die eigenen Finger klopfen müssen, weil man würde so gerne und man darf aber nicht. Das Privileg des Sammlers ist es, mit dieser Kunst zu leben, so wie es Gunter Sachs getan hat, mit allen Konsequenzen. Entlastung soll für Sie der letzte Raum unserer Ausstellung sein. Hier dürfen Sie nach Herzenslust berühren, fühlen, spüren, sich sensibilisieren lassen für Ihre Umgebung, aber auch für sich selbst. Es ist der Nebelraum von Gotthard Graupner, zum ersten Mal ausgestellt im Modern Art Museum München 1968, hier in der Villa Schuck, jetzt wieder zu erleben in einer Rekonstruktion von Gotthard Graupner selbst.